Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist nicht nur der Tag, wo ich anstatt von einem Kleid oder einem Rock mal eine Hose trage, also eine klassische Jeanshose, sehr selten bei mir, sondern heute ist auch der Degustabox Adventskalender bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Degustabox Adventskalender wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil ich habe ja eine Kooperation mit Degustabox, was ich mega geil finde. Ausverkauft tatsächlich, aber du kannst in diesem Video noch einen gewinnen. Mega geil, oder? Also das hat mich auch total geflasht, als sie mir das angeboten haben. Alle Bedingungen dazu stehen unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal rein. Du merkst, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, bin ich auch. Denn es ist der Degustabox Adventskalender. Er ist so groß und so schwer, dass ich das Thumbnail, was du jetzt eben vorher gesehen hast, also quasi als du auf das Video geklickt hast, machen musste, als ich ihn leer gemacht habe. Also quasi, ich werde es quasi in der Zukunft noch machen, aber du hast es schon gesehen, das ist total verwirrend. Aber so ist das, weil ich den einfach nicht so heben kann, ne? Das ist aufregend. Der ist riesig, der ist pompös und der ist noch zusammengeklappt. Wir werden ihn gleich ausklappen und einfach mal reingucken, was da so drin ist. Natürlich ist da nicht Beauty drin oder so, sondern da ist ausschließlich Food drin, was zu essen, was zu trinken. Und ich bin echt gehypt, denn ich liebe den Degustabox Adventskalender. Und ja, normalerweise hat der so 39,99 gekostet. Man konnte den immer mal wieder reduziert bekommen. Das habe ich auch immer wieder in den Unboxings gesagt. Und genau, als Abonnent hat man das auch immer in seinem Flyer so drin gehabt. Und ja, aufmachen. Jetzt sieht man den einmal komplett, würde ich sagen, ne? Genau, also ich habe jetzt die Kamera auch ein bisschen gedreht und hier haben wir dann auch das Design des Adventskalenders. Wir sehen hier einen Schneemann und ja, alles in Rot, Gold, Weiß, Grün. Finde ich cool. Wir sehen anhand der Produkte auch, wie groß die Kläppchen überhaupt sein müssen. Also die sind wirklich, wirklich groß. Das ist ein Oschi, ne? Das kann man sich richtig in die Küche stellen oder ins Esszimmer. Als erstes haben wir hier einen Rosinenstollen drin. Das finde ich super toll. Den werde ich morgen mit zur Arbeit nehmen und meine Kollegin damit glücklich machen. Das ist von Emil Reimann aus Dresden. Einer mega cool. Also das ist schon mal ein toller Start in die Adventszeit, oder? Finde ich toll. 250 Gramm sind hier enthalten und genau, den kann man dann während der Weihnachtszeit schön vernaschen. Hier haben wir auch so ein Heftchen mit dabei, was ich aber richtig, richtig cool finde, weil das ist nicht nur ein Heftchen, sondern es ist auch nochmal selbst ein Adventskalender, weil du kannst hier das Ding auch einfach so hinhängen. Da ist auch dann eine 1 und dann, also quasi, ne, für den 1. Dezember. Und hier kannst du dann das einfach an so einen Haken hängen oder an, wenn du halt so hast, so einen Nagel in der Wand oder so. Hatten wir damals tatsächlich auch. Und hier stehen auch die Preise drin. Dieser Rosinenstollen kostet nämlich normalerweise 5,95 €. Habe ich die eben schon eingeblendet. Und da steht dann auch noch so ein bisschen Infos mit dabei. Finde ich total toll. In der Nummer 2 haben wir das nächste große Ding. Das ist Uschi kocht. Pasta, Salat, Fleisch, Tante Tomate. Das ist ein Gewürz. Das finde ich cool. Sowas mag ich gerne, dass man dann einfach nochmal so ein bisschen die Speisen aufpeppen kann. Hier sind 50 Gramm enthalten. Die Lady finde ich total super. Also das wäre auch eine Friese, ne, die mir gefallen würde. Aber da bin ich nicht mutig genug für. Finde ich ultra cool. Also ja, mit ohne nix. Okay, mit Paprika, Chili, Meersalz, Pfeffer, Petersilie, Basilikum, Oregano, Koriander und Ingwer. Trocken lagern, Gewichtsangaben können durch Trocknung abweichen, das ist klar. Mit viel Liebe hergestellt von eurer Tante Tomate aus Borken. Ja, guck, Uschi kocht, Gewürzzubereitung, Uschis Allrounder. Das ist halt einfach so mit Leopardenhintergrund und so. Also ich finde es cool, ne? Ist einfach mal was anderes. Das mag ich ja richtig gerne. Tony's Chocolonely. Und das ist das mit, oh ja, Vollmilchschokolade mit Haselnuss. Lecker. 47 Gramm sind hier enthalten. Und diese Schokolade ist tatsächlich auch was ganz Spezielles. Hatten wir auch schon mal in der Degustabox mit drin. Denn wenn man die kauft, dann spendet man auch gleichzeitig etwas. Und das ist Fair Trade und so weiter. Finde ich richtig sympathisch. Kommt aus den Niederlanden. Und also ist hergestellt in Belgien. Aber die Firma kommt aus den Niederlanden, aus Amsterdam.
In der Nummer 4 haben wir ein Stückchen Glück und das liebe ich. Ich kenne die Glück-Marmeladen, die finde ich super, super lecker. Und hier haben wir Glück cremiger Honig aus Sommerblüten drin. Das ist extrem schwer und ich freue mich da richtig drüber. Ich habe tatsächlich auch einen Glück-Honig schon bei mir aktuell in Anwendung stehen. Also der steht bei uns quasi da, wo wir, ne, am Wasserkocher, da wo wir auch unseren Tee haben. Und da ist nicht der cremige Honig drin, sondern der flüssige Honig. Und der ist super, super lecker und der kommt dann als nächstes in Gebrauch. Was ich auch richtig cool finde, wenn du das leer gemacht hast, kannst du das einfach komplett auswaschen und dann halt auch als wunderschönes Glas weiterverwenden, weil diese Glasform halt so besonders ist. Ne? Du kannst da auch zum Beispiel so einen Glaskuchen oder so einen Tassenkuchen, kannst du hier einfach drin machen und dann stürzen. Ist dann auch total schön. Also ne, sowas muss man echt nicht wegschmeißen. Das kann man gut aufbewahren. Vor allem, wenn man öfters mal eine Glückmarmelade oder einen Glückhonig hatte, so wie wir, kann man die dann wirklich so, ne, wenn man einen Spleen hat, so wie ich, schön als Aufbewahrungsgläschen verwenden. Am Tag vor Nikolaus haben wir etwas drin von Rotbäckchen, mild morgenstark für den gelungenen Start in den Tag. Das ist so ein Vitamin-Drink, ein Multivitamin-Mehrfrucht-Direktsaft, so steht es hier hinten drauf. 125 Milliliter sind hier enthalten und da sollen halt wirklich tolle Inhaltsstoffe drin sein. Vitamin B12 und ganz viel Birne, Apfel, Orange, Passionsfrucht, Banane, Mango, Aprikose, Ananas, Acerola-Mark und so weiter und so fort. Hört sich super lecker an und werde ich auch morgen früh einfach mal trinken. Somit sind wir auch gestärkt für Nikolaus und da haben wir von Lonka Crunchy Fudge Peanuts covered with Milk Chocolate. Ui, ui, ui. Also wenn die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina das sieht, ich glaube, dann läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Ne? Die ist ja so ein Fudge-Fan vom Action. Ich übrigens auch. Aber ich bin nicht so ein Suchti wie sie, um das mal so zu sagen. Auf jeden Fall mag ich Fudge auch richtig gerne. Und dann halt hast du hier so Erdnussbutter drin wahrscheinlich. Und das hier sind dann Erdnüsse und außenrum zu so Vollmilchschokolade. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also richtig toll. Das ist halt auch eine komplette Originalgröße. 160 Gramm. Das kann man garantiert auch so im Laden kaufen. Ne? Finde ich klasse. In der Nummer 7 haben wir das hier von M. Eukal drin. Das kann man sehr gut jetzt zur kalten Jahreszeit brauchen. Zitrone-Hustenbonbons. Die haben wir, also von M. Eukal tatsächlich verschiedene Sorten, habe ich auch überall bei mir stehen. Auf Arbeit liegt eine Ingwer-Sorte irgendwie. Honig-Ingwer und hier haben wir die Wildkirsche-Sorte liegen und wenn eine von den Packungen leer ist, werden wir die dann quasi nachlegen können. Finde ich total super. Die kann man einfach so zwischendurch dann so lutschen, ne? Das finde ich auch total toll. Gerade wenn man halt viel redet. Ich rede hier sehr viel. Ich kann mir jetzt hier schlecht einen Hustenbonbon reinwerfen, aber auf der Arbeit zum Beispiel mache ich das auch ganz gerne einfach mal zwischendurch, dass man auch einfach was so, ne? So ein Gebämsel halt hat. Genau, finde ich toll. Und Zitrone ist ja auch eine geile Geschichte. Ich trinke mir auch sehr, sehr gerne so eine heiße Zitrone Richtung Weihnachten. Also jetzt so in der kalten Jahreszeit. So November, Dezember, Januar ist immer so meine heiße Zitronenzeit. In der Nummer 8 haben wir etwas Veganes von Vegans oder Vegans drin. Granola Bites, Chocolate Banana. Das ist nicht so ganz meine Welt, weil ich mag nicht so gerne Früchte oder Obst mit Schokolade. Also, ne, das ist halt mein Spleen, mein persönlicher Geschmack. Aber du, ganz ehrlich, wir sind jetzt bei der Nummer 8, 7? 8. 8 und bislang hat mir alles geschmeckt, bis auf das hier. Das wird nicht so ganz meins sein. Aber naja, für mal zwischendurch probieren kann man es machen. Oder ich stelle es halt auf die Arbeit, wenn jemand an meinen Schreibtisch kommt, dass er da mal naschen kann. Und ja, was ist denn hier drin? 50 Gramm. Ne, das sind auch so ganz kleine Herzchen. Ist ganz lecker mal zwischendurch wahrscheinlich, wenn man sowas mag. In der Nummer 9 haben wir irgendwas aus der Schweiz drin. Ragusa Classic for Friends. Da sind 4 Stück drin. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich würde sagen, das ist, also sieht so aus wie Mini-Pralinen oder so. Ja, oh jam. Oh, mal gucken, ob das den Weg zu meinen Freunden findet oder ob ich die selber naschen werde. Das weiß ich noch nicht. So mit Haselnuss und Vollmilchschokolade drum zu. Sieht super lecker aus. Also Praline aus Schokolade mit Pralinierfüllung und ganzen Haselnüssen. Oh, lecker. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Wir sind jetzt bei der Nummer 10 und hier habe ich einen Yogi-Tee. Biologisch für die Sinne, ruhiger Moment mit Lavendelöl, Zitronenmelisse und Räubusch mit ätherischen Ölen. Das ist interessant, oder? Weil, um ehrlich zu sein, Lavendel im Tee finde ich schon ziemlich fancy. Ich mag das gerne so als Deep Sleep Pillow Spray, so auf meinem Bett drauf, ne? So auf der Bettdecke oder auf dem Kissen halt. Aber als Tee finde ich das sehr interessant. Ich weiß nicht, ob der bei uns bleiben wird oder ob wir den weitergeben werden, weil ich ja auch selber Adventskalender packe für andere.
Bei so einem ruhigen Moment, den verschenkt man doch auch mal ganz gerne. Yogi-Tee ist, glaube ich, auch eine relativ bekannte Marke, ne? Finde ich ganz cool. Also du hast ja auch wirklich so für die ganze Familie ein bisschen was mit dabei. Ich bin auch gespannt, ob wir noch mehr sowas für die Kinder bekommen werden. Weil das ist halt so ein klassischer Adventskalender, den man sich als Familie hinstellen kann und wo man dann wirklich gespannt jeden Morgen ein Kläppchen öffnen kann. Und ich glaube, da hat man Spaß dran, weil der halt auch so groß und so präsent ist und so. Ich weiß nicht, der macht einen sehr guten Eindruck, finde ich. Mir gefällt der. Deswegen ist das, glaube ich, schon der dritte oder der vierte der Gustav Box Adventskalender, den ich hier überhaupt auf dem Kanal mal gezeigt habe. Ja, cool. Aber Tee geht immer, ne? Wir sind bei der ersten Schnapszahl, bei der Nummer 11. Und da haben wir von Ener Bio Dinkelkugeln mit Vollmilchschokolade 100 Gramm drin. Sowas ist auch mal ganz lecker für zwischendurch. Und ich finde, das ist auch was so für die Kinder zum Naschen. Ne? Deswegen, das mag ich ganz gerne. Und ich mag einfach auch Schokolade in runder Form. Fragt mich nicht, warum. Ich mag ja auch super gerne diese Pindas oder diese günstigen M&Ms oder auch generell M&Ms, ne? Halt wo Erdnuss, Schokolade drum zu, irgendeinen außen bunten Kram drum zu. Oh, lecker. Das, jeden Abend brauche ich das, ansonsten drehe ich durch. Genau, ja. Und das finde ich cool, weil es vor allem auch einfach mal Bio ist. Und schwupp sind wir schon bei der Halbzeit und hier haben wir was sehr, sehr Klassisches von Mutti drin. Tomatenmark dreifach konzentriert. Das ist, ne, kannst du immer gut gebrauchen. Solo, Pomodoro, Mutti. Ich glaube, wir hatten tatsächlich auch schon von der Marke mal was in der Degusta-Box. Ich glaube, das waren so stückige Tomaten oder Dosentomaten halt, ne. Das ist halt praktisch. Das braucht man immer irgendwie und hat man auch immer irgendwie gefühlt zu Hause, finde ich. Deswegen praktisch. Weiter geht es hier mit der Nummer 13 und da haben wir etwas drin von Mr. Brown, Cappuccino Coffee Drink, 250 Milliliter. Und ich glaube, sowas hatten wir schon mal, also wir hatten auf jeden Fall was von Mr. Brown schon mal. Und ich meine, dass mein Freund sich das unter den Nagel gerissen hat, weil er gerne solche kalten Kaffeegeschichten mag. Ja, finde ich aber ganz fancy mit dem Mr. Brown Logo, also der Typ scheint richtig Spaß zu haben, ne? Der sieht echt cool aus. Und ja, das hört sich auch sehr lecker an mit Cappuccino. Ne? Also dann nicht ganz so stark, sondern eher ein bisschen milder. Das muss ich mir echt reinziehen. Und hoffentlich kann ich das meinem Freund dann vorher wegschnappen. Mal gucken. Oder ich packe das ihm sogar in seinen Adventskalender. Direkt daneben befindet sich auch schon die Nummer 14. Und da ist von Loka Chocolate eine exklusive Kakao- und Schokoladenmischung ohne Farbstoffe, ohne Zusatz von Aromen drin. Natürlicher Genuss aus Südtirol. Und das sind halt so Waffeln, wo du Schokolade mit bei hast. Und ich glaube, das ist auch etwas, was meinem Freund sehr, sehr gut schmecken wird. Der ist nämlich auch so ein Waffelfan. Der mag auch gerne diese Waffeln, die sind so großen Eimer, so in bunten Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es manchmal so im Supermarkt. Und ich finde die immer viel zu, weiß ich nicht, viel zu süß. Die sind aber mit so einer ganz komischen Füllung auch. Keine Ahnung, er steht da auch drauf. Ich nicht so. Ich glaube, das hier wird er wohl mögen. Mir sind die ehrlich gesagt zu trocken. In der Nummer 15 haben wir etwas drin, was vielleicht so für den jugendlichen, sportbegeisterten Fußballersohn eine coole Geschichte sein könnte. Der Rest der Familie zieht da ein langes Gesicht. Multipower 100% Pure Whey Protein, also das ist Weizenprotein, Rich Chocolate Flavor. Ich hatte das auch letztens mal in einer anderen Box und hatte das auch mal in die Kamera gezeigt und gefragt, ob man sowas halt auch ganz normal als nicht sportlicher Mensch trinken kann oder ob man da auf einmal so eine Oberarme kriegt aus Versehen. Nee, also du kannst es auch ganz normal mit einer Mandelmilch oder so dir einfach als Shake machen. Ne? Dafür musst du keinen Sport machen. Ist halt proteinreich und ich denke dementsprechend auch etwas kalorienreicher. Aber naja, warum nicht? Ne? Ich muss es mal gucken, ob ich das jetzt wirklich zu mir nehme. Naja, wohin sonst damit? Ja, ich werde es mal ausprobieren. In der Nummer 16 haben wir ebenfalls einen Klassiker drin und zwar Bon Maman Erdbeere Intense, extra fruchtig, weniger süß. Das ist ein Marmeladenglas mit Marmelade drin. Ja, finde ich aber sehr cool, denn ich nehme auch immer Marmelade mit zur Arbeit und esse jeden Tag dann auch dementsprechend ein Brot mit Marmelade. Und das ist einfach ein Klassiker, ne? Finde ich toll. Ich glaube, Bon Maman hat sogar einen eigenen Adventskalender dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich euch den sogar in der Infobox verlinken kann. Ich schau mal. In der Nummer 17 befindet sich quasi ein Klassiker. Es sind Schoketten mit Latte Macchiato. 100 Gramm sind hier enthalten. Also das ist halt auch wieder eine komplette Größe. Ne? Ich glaube, wir haben ja auch fast nur Originalgrößen drin. Ne? Genau. Und ja, also das ist eher was für die
Eltern dann quasi. Ja, aber finde ich ganz, ganz cool. Ich persönlich bin jetzt kein Fan von dem Latte Macchiato, ne? Ich hätte wahrscheinlich die klassischen oder so mit Milchcreme-Füllung oder so deutlich cooler gefunden. Aber irgendwie Schoketten erinnern mich immer so ein bisschen an meine Kindheit. Denn da gab es die immer bei Oma. Da hatte die dann immer Schoketten stehen und dann konnte man halt immer portioniert sich immer eine so nehmen. Oder zwei, drei, fünf. In der Nummer 18 haben wir ein Basic-Produkt wieder, aber irgendwie auch was Besonderes. Und zwar von Gallo Risotto Carnaroli aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ist das ein Risotto-Reis? Oder ist das Risotto an sich? Ah, die Zwiebel in der Butter weich anbraten, fügen Sie den Reis hinzu und beschichten Sie ihn gut, bis er durchsichtig ist. Fügen Sie den Wein hinzu, rühren Sie, bis er verdunstet ist, eine Kelle der heißen Brühe hinzufügen und köcheln lassen. Fügen Sie bei Bedarf mehr Lagen hinzu. Fahren Sie auf diese Weise etwa 18 Minuten lang fort. Parmesan und die anderen Zutaten bei Bedarf einrühren und auf Gewürze testen, abdecken und 2 Minuten ruhen lassen. Okay, also du machst da quasi dann noch weitere Produkte mit hinzu. Wo steht denn, wie viel man dann davon braucht? Keine Ahnung. Interessant. Oder ist das hier alles mit drin? Ich glaube nicht. Da ist ja auch keine Zwiebel drin, Leute, ne? Nee, das ist da nicht mit bei. Und dann hast du perfektes Risotto in 16 bis 18 Minuten. Aha, cool. Auch das ein Klassiker. Ein Rotkäppchenwein. Und das ist Dornfelder halbtrocken mit 250 Millilitern. Ja, kann man auf jeden Fall sehr schön verwenden. Einfach so als Wein zwischendurch, Wein zum Risotto. Wobei da würde man, glaube ich, eher Weißwein trinken, oder? Ja, aber das ist doch ganz nett. Ich glaube, halbtrocken ist ja auch eher so der Mainstream bei Wein. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir von Ina Bio Pesto Rosso. Das kannst du auch wirklich als schnelles Essen dir einfach mal so über Nudeln drüber machen und hast dann einfach eine schnelle Tomatensoße quasi. Das ist mit getrockneten Tomaten, die ich richtig gerne mag. Die sind sehr geschmacksintensiv, mag ich gerne. Und ja, das finde ich toll, ne? Einfach mal ein Pesto Rosso mit drin. Ja, verbesserte Rezeptur. Na guck, Ina Bio ist ja auch Bio dann wieder und vegan und hört sich gut an. In der Nummer 21 haben wir einen Riegel drin und zwar von Bärbels Vegan. Vegan Proteinbar, Hazelnut and Nougat, 15% und irgendwie kein zugesetzter Zucker. Das finde ich auch nett. Ich mag gerne diese Proteinriegel tatsächlich. Ich weiß nicht warum, ich mag das Gefühl einfach gerne, dieses Mundgefühl. Das ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also anfangs, als ich das erste Mal einen Proteinriegel gegessen habe, habe ich mir auch gedacht, puh, das ist aber ganz schön pappig. Aber irgendwie mag ich das, weil wenn man sich so einen Proteinriegel isst, isst man den auch über einen gewissen Zeitraum. Du isst das nicht irgendwie innerhalb von 2 Minuten komplett auf, sondern ich mache das tatsächlich so, dass ich mir den dann einfach beim Videoschneiden oder so einfach daneben lege oder auf der Arbeit einfach daneben lege und dann immer mal wieder zwischendurch einen Happen nehme und den dann wieder weglege, weil man hat genug zu tun mit dem Kauen und so weiter und man muss immer ein bisschen Wasser dazu trinken. Aber irgendwie mag ich das. Also ich finde, das ist eine coole Geschichte, weil ich dann nicht so viel nasche. Ja. Um die Nummer 22 zu entnehmen, musste ich leider etwas den Adventskalender zerstören, weil das Kläppchen zu klein war, um das Ding rauszukriegen. Das ist von Dr. Oetker eine Tiramisu-Creme und da machst du einfach Milch dazu. Und dann hast du eine Tiramisu-Creme. Das finde ich nice. Das mag ich gerne. Und dann machst du das ganz schnell im Mixer und dann in den Kühlschrank und dann hast du eine Tiramisu-Creme. Voll geil. Und dann kannst du da, wenn du möchtest, halt auch so Biskuit, ne, Löffelbiskuit zu machen und mit Kakao bestreuen und so. Mega. Das finde ich lecker. Das wird am Wochenende gemacht als Nachtisch. Und schon sind wir bei der Nummer 23 angekommen. Das ist der Tag vor Heiligabend. Finn Crisp Snacks. Oh, die habe ich auch schon mal gehabt. Die sind lecker. Roasted Peppers and Chipotle Tasty Rye Snacks. Also das sind Roggensnacks. Und auch die machen wirklich, wirklich satt. Das finde ich echt lecker. Und die haben halt auch wirklich dieses Chipotle und Chili so ein bisschen mit dabei. Das heißt, die sind ein bisschen scharf, aber jetzt nicht so, dass sie der ganze Mund wegbrennt. Und man kann dazu, wenn man möchte, einfach auch so ein Pöttchen mit zum Beispiel Frischkäse oder sowas nehmen oder ne, wie auch immer. Und das dann immer so reindippen. Das mache ich ja ganz gerne, gerade wenn es ein bisschen schärfer ist. Und das hat Schärfe 1 von 3. Das geht alles noch. Aber ich habe die auch schon mal gegessen. Die mag ich gerne. Also finde ich cool, dass das mit drin ist. Okay, hier haben wir jetzt etwas in der Nummer 24, was irgendwie schon weihnachtlich ist, aber mich jetzt ehrlich gesagt als Weihnachtsprodukt nicht vom Hocker haut. Von Alpia Schokobrezeln. Saftige Brezeln umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Und hier ist einfach nur ein Sticker drauf mit knusprige Weihnachten.
Ja, okay. Also Brezeln irgendwie schon weihnachtlich, aber dieses Produkt nicht unbedingt, oder? Also meine Meinung ganz einfach. Salzig und schokoladig ist voll mein Ding. Also sowas mag ich auch gerne. Das esse ich auch gerne. Aber es ist für mich kein Weihnachtsprodukt. Dann hätte ich vielleicht eher so den Christstollen oder diesen Rosinenstollen, den wir am Anfang drin hatten, in die 24 gemacht. Vielleicht hätte das ein bisschen besser gepasst. Und das war er nun, der wahrscheinlich größte Adventskalender, den ich dieses Jahr auf diesem Kanal hier auspacke. Aber auch sehr wahrscheinlich der wohl leckerste Adventskalender, den ich hier ausgepackt habe. Er ist sehr vielseitig. Wir haben tatsächlich Süßigkeiten hier drin, also so Snacks, aber wir haben ja auch so Grundnahrungsmittel mit drin, was ich irgendwie echt feier. Wir haben herzhafte Produkte drin und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, gemütlich. Also, dass man quasi nicht unbedingt für ein großes Essen dann kochen muss, dass man halt so darauf eingestellt wird, dass man auch so ein bisschen mal eben kurz was Kleines kocht und sich jetzt nicht so die Mühe macht und so einen exorbitant krassen Rinderbraten oder sowas zubereiten muss und dafür dann vielleicht Zutaten hier drin hat, sondern dass es so kleine Add-ons sind, um den Alltag so ein bisschen zu vereinfachen. Also das ist so meine Einschätzung von dem Adventskalender und ich finde ihn durchaus sehr Mainstream-mäßig. Also man kann ihn wirklich gut verwenden, man kann ihn gut essen. Und ich glaube auch, dass die meisten Inhalte davon den meisten Leuten gefallen werden, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das würde mich nämlich total interessieren. Und denkt auf jeden Fall auch an die Verlosung von dem kompletten Adventskalender. Nicht von dem, weil der ist jetzt auf, sondern von dem, der noch bei Degusta-Box ist, ne? Genau. Man könnte jetzt theoretisch diese komplette Folie, also nicht Folie, diesen Umkarton entfernen und hätte hier drin so diese Einsätze, diese 24 Boxen quasi, ne? Und hätte das so als Regal. Die kann man sich umgestalten, habe ich zum Beispiel gemacht, lange, lange Zeit, dass ich das als Maskenregal verwendet habe. Jetzt mittlerweile steht da halt ein richtiger Schrank. Aber genau, das kann man halt auch wundervoll nachhaltig weiterverwenden. Und es ist jetzt nicht so, als hättest du exorbitant viel Müll oder sowas. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Der Adventskalender kommt auch in einem Karton an, wo du nicht irgendwie noch Plastikfolie drum zu hast oder Füllmaterial oder so. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Somit habe ich in diesem Sinne fertig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!